So, dann gucken wir mal, was haben wir hier? Wir kaufen am Volltopper alles, außer das NSFC-Gerät, das wir ja natürlich bekommen können. Das kaufen wir jetzt noch nicht. Aber Vitamine, das hier und dann die Taschenlampe. Ich glaube, mehr brauchen wir erstmal nicht für diesen neuen Modus, der eventuell sogar in VIP dann bleiben wird. Und oh, wir kommen vom Eingang, also wir kommen raus, wo der Eingang ist. Okay, auch sehr interessant zu wissen. Wie gesagt, das ist das Apple Foods Update. Und ja, wie gesagt, ich weiß nicht, was mich auf mich erwartet. Auf jeden Fall Jeff the Killer, da mich als Kind damals sehr erschrocken. Und ja, wir werden sehen, was passiert auf jeden Fall. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Ah, oh, da kommen ganz schnelle Kindheitserinnerungen wieder hoch. Oh. Wenn das so kleine Jumpscares wären, das wird auf jeden Fall ekelhaft. Okay, wir müssen anscheinend instinktiv dumm denken. Ich glaube, das ist nicht der einzige Jumpscare. Auf den Jeff's Killer Jumpscare wird, glaube ich, mich auch wirklich raus und Levi schallern. Alles geht auch. Ah! Oh mein Gott, ist das Spiel alles geleckt. Okay, okay, es ist nur das Spiel gewesen. Es ist nur das Spiel gewesen. Oh Mann. Ich will auch gar nicht auf Dinge drücken, so, ne? Ich bin da ganz ehrlich. Ich will da gar nicht auf Dinge drücken. Aber ich drücke gerne drauf. Okay, können wir hier was drücken? Aber wie sollen wir denn den Stuhl. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, wie kriegen den Schlüssel, wenn der Schlüssel doch ein Jumpscare ist? Oh Gott. Also ich muss sagen, jetzt habe ich schon ein bisschen Angst, was kommt. Nein, ich werde nicht auf die Banane reinfallen. Die Banane wird sicherlich irgendein Trick-Objekt sein, deswegen werde ich jetzt nicht drauf eingehen. Okay, die Augen, Augen, Augen. Oh. Oh, okay. Das war knapp. Das war sehr knapp. Okay, easy, easy, easy. Ich bin ein... Meine Güte. Ja, okay, sorry. Ich bin ein Doors-Profi, wollte ich sagen. Deswegen hoffe ich mal, dass ich das hier ein bisschen hinkriege. Jetzt wieder... Wow. Kleine Combination. Okay, was ist das jetzt hier? Ich glaube, das ist Leben, I guess. Zum Auf wiederholen. Oder was kann das? Ich will so kurz trinken. Ah, okay. Das ist, glaube ich, extra, wie es aussieht, da unten in der Ecke. Okay, doki. Oh, Mann. Oh, Mann. Also, die echten Jumpscares... Ah ja, das wird schlimm. Aber geile Idee. Geile Idee auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir dumm denken natürlich wieder. Ist die Frage, gehen wir durch die Tür oder nicht? Ja, es gibt ja nur die Tür. Ja? Na, okay, es gibt nur die Tür. Es gibt nur die eine Tür. Oh, oh, oh. Okay. So, easy, easy, easy. Komm, ziehen wir uns auch nochmal hier rein. Umso mehr Leben, umso besser. Dann guck mal, wie gesagt, ich bin gerade früh aufgestanden, deswegen bin ich schon ein bisschen heißer. Und ich habe keine Ahnung, was mich hier erwarten wird. Oh. Oh mein Gott. Okay. 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 Okay, okay, okay. Okay, ein Pflasterchen. Hey, das haben, danke. Wow. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Der kam unerwartet. Der kam unerwartet. Höchste Konzentration hier. Wie. Oh. 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 Oh je. Ja, genau. Hau ab. Hau ab. Ich habe keinen Bock auf dich gerade. Oh nein, was ist das? Was ist das? Ich hoffe mal, falls kein kommender Jumpscare. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Schrank? Ah, nee, nee, nee. Wenn das da schon runter. Ich weiß nicht, ob ich jetzt instinktiv. Was ist das denn? Okay. Oh, Nein! This game sucks. I'm going to play unofficial. Ja, super. Ich weiß nicht, was die Bombe kann, aber sie ist auf jeden Fall, ja, geil auf jeden Fall. Aber wir nutzen die Macht der Robux. Ganz genau. So, wir gucken weiter. Wie gesagt, wir sind ja gerade gestorben an der heiligen Bombe. Das kommt natürlich ein bisschen sehr unerwartet. Vielleicht dürfen die auch nicht auf uns schmeißen, sondern auf andere Monsterchen. Das kann natürlich auch sein. Was soll ich hier drauf drehen eigentlich? Ah, okay. Okay. Ja, okay. Okay, Spiel. Spiel, 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 Spiel. Beruhig dich, beruhig dich. So. Oh, Monster kommt hin. Einfach, easy. Okay, okay, okay. Ich höre, wie die Augen kommen. Das heißt, wir müssen auf gewagte... Ah, da ist der Eingang, glaube ich, schon. Das ist von der Seite, wird das gleich kommen. Wir müssen halt nur hier langsam den... Geht das zu und da sind genau die Augen uns im Weg. Wie soll ich das schaffen denn, hä? Weißt du so? Ich glaube, das war richtig. Bin mir aber unsicher. Oh! Ja, okay, die habe ich jetzt kaum gesehen. Das war jetzt... Oh.
Das war jetzt, wie gesagt, jetzt nicht so schlimm, die Spinne. Ja, ja, ist ja ein bisschen leicht verzögert, deswegen habe ich sie noch kommen sehen. Ich habe nur Angst vor den Sachen, die jetzt nicht, die ich nicht kommen sehe. Deswegen hoffe ich mal, dass wir das schaffen. Oh. Jetzt reicht's mal langsam hier. Okay, ein heller Raum. Das ist nice. Oh, nee. Ich muss mich einmal kurz dafür verstecken, wie ich das verstanden habe. Das sollte dann eigentlich ausreichen, vor diesem Monster, was es auch immer ist, zu entkommen. Und das war anscheinend auch sogar richtig. Okay, nice, nice. Das heißt, wir sind auf einem guten Run hier schon mal. Wie gesagt, ultimative Bed Wars Profi und Doors Profi zugleich. Das heißt, meine Güte. Lass mich doch rein da. Junge, okay. Das kam gerade mit Jack sehr unerwartet auf jeden Fall. Oh, das hat mich wieder ein bisschen, Gänsehaut hochgekommen. So nicht die Haut, sondern, ihr wisst, was ich meine. So. Oh, eine Big Fortnite Potion. Aber ich kann sie nicht aufsammeln. Jetzt kann ich sie aufsammeln. So, erstmal die Big Baba Blue Fortnite Potion nehmen. Zack. So, dann haben wir das schon mal auf. Da ist noch eine Fortnite Potion. Nehmen wir gleich sofort mit. Huh. Also, es wird langsam intensiv. Muss man sagen. Es wird langsam intensiv. Wir können davon nehmen. Oh, das war jetzt gerade ein Waste. Anscheinend funktioniert es genau wie in Fortnite mit den Potions. Das sollte. Der kam jetzt unerwartet. Das sollte wie eigentlich jetzt hier, wie die Fortnite-Potions funktionieren. So, easy peasy. Kein Problem für den Profi hier in Doors. Ganz genau. Wie gesagt, das ganze Ding halbwegs uncuttet. Das ist natürlich alles miterlebt, was ich miterlebe. Will ich jetzt warten, bevor jetzt irgendwas gleich rausgesprungen kommt aus der Tür eventuell. Man weiß ja nie, ne? Ist eine komplette neue Experience. Oh. 25. 25? Boah, jetzt weiß ich gar nicht, ob mich diese Tür jetzt verleiten will in den Tod oder nicht. Weil. Okay, so doch nicht. Oh. Also das ist. Okay, das hat auf jeden Fall nicht getriggert. Das ist gut zu wissen. Okay, irgendwie ist eine Lampe kaputt gegangen. Das muss doch nur so sein. Oh, komm. Ja, ja, ja. Und rein da. So, 29, das ist hinten. Hier hinten ist 28. Da ist natürlich auch hereingegangen. Das heißt, wir gehen hier weiter durch. Also, das geht natürlich auch nicht weg. Das ist. Oh. Oh mein Gott. Also, es war extrem nah gerade. Oh. Fortnite Potion. Ich habe genug Shield. Okay, okay. Kann mein Minion anscheinend gerade nicht nutzen. Okay. Wie gesagt, ich habe einen Schlüssel, okay. Ich weiß nicht, ob ich dieses Monsterchen kann. Ihr könnt mal einen Kommentar reinschreiben, falls ich es in dieser Episode oder der Folge hier nicht rausfinden werde. Wow. Okay. Fackel geht nicht. Das heißt, wir gehen hier hoch. Was ist das für eine Fackel? Eine Kerze. Oh, Mama. Okay, kriegen wir jetzt hier. Oh, eine Taschenlampe kriegen wir auf jeden Fall. Aber kriegen wir jetzt hier unseren ersten Run? Müsste eigentlich, oder? Oh. Oh. Auf einem Auto. Oh. Er kommt auf ein Auto. Schnell weg hier. Weg rennen. Okay. Easy. Oh, ich hoffe, ich verkacke das jetzt hier nicht. Weil wir müssen mit dem Auto hinterher. Was? Oh Gott. Ich hab's gerade nicht gesehen. Wie ekelhaft. Oh. Ist das die Tür? Nein. Oh Gott. Er ist ganz nein zu uns. Oh, hier die Tür. Oh, ich habe so ein bisschen in die Joystick Drift, kann man sagen. Oh, meine Güte. Das war jetzt ein bisschen ekelhaft, weil man hatte so einen leichten, wer kennt's vielleicht bei den Controllern, so einen Joystick Drift. Boah, der war schon ein bisschen ekelhaft zu kontrollieren. Aber wir sind noch gut dabei. Warte. Wir sind noch gut dabei. Also so ist es nicht. Okay, einmal ein paar Tabletten. Mal kurz gucken. Oh, geht das? Nee, ich glaube, wir müssen hier lang. Okay, das nächste sofort um die Ecke. Kein Problem. Oh. Vielleicht ein bisschen hier so gucken. Kein Problem. Ganz easy. Okay, die göttliche Bombe. Nicht nutzen diesmal. Vielleicht können wir sie was anderes nutzen. Ich sammle sie einfach mal. Bei der Fälle. Nein! Oh Gott, ich hab gerade die Bombe weggeschmissen. Und irgendein anderes Monster kam gerade. Ich weiß nicht, was das Monster war jetzt durch diese Bombe.
Aber, okay, Batterie. Nice, nice, nice. Aber, ich hab's. Oh, schon wieder Tabletten. Oh, nee, nicht du schon wieder. Hau doch ab. Okay, okay, okay. Easy, easy. Easy, wir können das schaffen. Welchen Raum sind wir eigentlich hier schon? Level 46, meine Damen und Herren. Oh mein Gott. Okay, okay. Boah, Profi. Oh, jetzt kommt der erste Keller. Jetzt kommt der erste Keller. Können wir einfach hier rein? Nee, können wir nicht. Okay. Oh Mann. Okay, der erste Keller. Ich versuch's, mein Bestes. In der Hoffnung, dass wir es hier hinkriegen. Boah, ist auf jeden Fall ein bisschen sehr stressig, aber... Jetzt, also der Anfang ist ein bisschen... Ja, der war ein bisschen catchy. So war es nicht. Aber... Es geht. Aktuell geht's. Aktuell geht's. Und was ist das für ein Raum hier? Hier ist... Ah, der Hebel. Dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal. Kriege ich hier sogar einen ganzen Run in einem Video durch? Das ist natürlich krass. Okay, okay, okay. Okay. Ah. Ja, genau. Hau mal ab. So, Raum 49. Nice. Okay, dann würde ich... Eigentlich würde das Video hier enden, aber durch ein kleines dummes Missgeschick, das natürlich ich wieder verursacht habe, ja, bin ich im Nachhinein gestorben. Und was das ist, das werde ich natürlich noch zeigen. Deswegen gehen wir mal kurz den Bosskampf nochmal durch. Ich frage mich gerade, ob man mit dem Lockpicker eigentlich da was noch anstellen kann. So. Jetzt habe ich nur das Bedenken, dass der auf jeden Fall nicht das Dings ignorieren wird, das Schleichen. So. Oh Gott. Und ich habe mir die Pillen parat, weil falls wir wegrennen müssen und es nicht so funktioniert, weil ich nicht glaube, dann wären wir auf jeden Fall gut dabei. So, wie gesagt, Raum 50. Mal gucken, ob wir das schaffen. Wie gesagt, alles hier first try so gesehen. Mit einmal reinpayen. Auf der anderen Seite ist das. Und ich merke schon, wir haben anscheinend mehr Symbole als sonstiges, weil wir haben schon ein Auge. Oh Gott, wo kommt's? Ich kann es nicht sehen. Okay, okay, okay. Easy, easy, easy. Oh, das ist ein Noob geworden. Auch cool, ist einfach Noob geworden. Und ich will auch ungern in die Schränke heute reingehen, weil ich hab die... Also ich vermute mal, dass es vielleicht so ein Rhythm-Game wird eventuell. Deswegen will ich da ungern rein in die Schränke. Okay, wo kommt's? Und dort, okay. Wie gesagt, ich hoffe, es ist kein Rhythm-Game, weil das wäre natürlich sehr, sehr, sehr schlecht. Weil da bin ich nicht so wieder pro drin. Okay, so. Monsterchen bleibt oben. Oh, her damit. Noch kurz hier rüber, schnell. Der Noob kommt. Der Noob kommt. Rüber hier. Okay, okay. Aber hier klimpert es nicht. Das heißt, ich muss anscheinend hier schon alle haben. Es sind schon sehr viele auf jeden Fall, sehe ich gerade an der Seite. Das heißt, hier muss ich schon alle Bücher haben. Das muss ich nur noch nach oben. Geht der da rein? Er geht da nicht rein. Obwohl, er eiert da rum. Egal. Junge, wie viele Globus hier sind. Okay, auch cool. Oh, Gottes Willen. Egal, easy. Ach du Kacke. Das wird ekelhaft. Das wird sehr ekelhaft, aber sollten wir eigentlich schaffen. Da gehen wir jetzt nicht lang. Aber in der Regel, wie gesagt, sollten wir eigentlich schaffen. Jetzt müssen wir nur noch da hochkommen irgendwie. Perfekt. Easy. Easy, 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 easy. Mal kurz mal das Buch hier mitnehmen. So, Abi Schnürschuh sollte eigentlich nicht hier lang laufen. Hier wäre ich safe auf jeden Fall. So. Einen guten Umbrella aus. Oh, ich wollte gerade sagen, ein Film, aber hier aus der Netflix-Serie. Squid Game. Bin da gerade hoch. Oh Gott, er rennt. Warum rennt er denn jetzt? Wir warten mal hier, dann können wir im Fall der Fälle auch immer kurz hier rumgehen. Er kann natürlich auch hier durchkommen, ist das Problem, aber ich glaube. Nee, okay, warum er immer hier hinten gerade rumrennt. Ich hoffe, er rennt gleich nicht hier auf uns zu. Das wäre ein bisschen sehr fatal. So, jetzt sollten wir eigentlich alle haben. Er hat jetzt ekelhaft. So, wir warten mal kurz, dass er noch hier einmal hier seine Runde dreht, aber er rennt halt konstant. Das ist halt ein bisschen gerade nicht so geil. Okay, aber wir rennen nicht hoch, okay. Oh, jetzt haben wir einmal die 9, dann haben wir die 0, dann haben wir, das ist das Auge, nicht zu viele Zahlen, die 6, dann haben wir den, nee, das ist verkehrt Reihenfolge. Oh, jetzt geht's schon los. Okay, 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 er rennt wieder runter. Also, 9, 0, 9, warte mal, jetzt bin ich komplett durcheinander. Oh Mann, ich glaube, ich mache das kurz und schnell verfahren, also, willkommen, wir sehen uns bis gleich, ne? So, nach ein bisschen Spekulieren hat es nochmal geschafft. Jetzt müssen wir nur... Ach du Kacke, ist das riesig. Okay, wir haben einmal hier die 9. Hier haben wir die 0. Hier haben wir die 2. Hier haben wir die 6. Hier haben wir die 9. Oh, bitte komm jetzt nicht, bitte komm jetzt nicht, bitte komm jetzt nicht. 6, 9. Zweimal die 7. Hier haben wir die 3. Hier haben wir die 2. Und hier haben wir die 8. Oh mein Gott, wir sind fertig. Meine Güte, was jetzt schwer. Oh mein Gott. Alter Falter.
Boah, das war jetzt heftig. Also ich habe jetzt ja kurz ein paar Minütchen gebraucht, um mir das den Code einzuziffern. Aber wir haben es geschafft. Raum 52. So, 1400. Das können wir auch finanzieren. Komm. Zack. Und zack. Was können wir noch kaufen? 300 irgendwas. Ja, komm. Wir kaufen einfach ein Schild. Weil ich weiß halt nicht, was die Gottesbombe kann. Ob die irgendwelche Monster uns fernhalten kann oder so, ich weiß nicht. Okay, er labert irgendwas von gebissen zu werden. Das ist ein bisschen sehr kinky, aber okay. Und er hier, macht er auch noch irgendwas? Man weiß ja nie. Boah, wieder kein Jumpscare. Ach, Mann. Es ist so unglaublich, das Spiel. Es ist so unglaublich. Oh mein Gott. Es ist so unglaublich. Es ist unglaublich dumm. Es ist so unglaublich dumm. Ich hätte es auch eigentlich sehen müssen, eigentlich. Ich hätte es eigentlich sehen kommen müssen.